Moin, willkommen. Willkommen zurück zu Rust. Ihr seht es vielleicht schon da unten, ja? Unten links oder geradeaus auf der, auf jeden Fall der linken Seite. Base. Eine neue Base. Eine neue Basis oder ein Hexenhaus oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Wir gehen mal gucken. Wir schauen mal nach. Wir sagen guten Tag. Gehen wir mit Raiden ohne Sprengstoff oder bleibe ich nett? Werde ich nett bleiben? Kommt drauf an, ob der Rustler auch nett ist. Ich habe mich auch mal wieder ein bisschen ausgestattet, ne? Ich wollte ja mal wieder looten gehen und auf einmal ploppt die Base da auf. Wir schauen mal. Ich versuche nett zu sein. Ich weiß nicht, ob der Rustler auch nett ist. Der neue Nachbar. Wir schauen mal. Riesenhaus, Riesenhaus. Aus Stroh. Wer ist zu Hause? Ich höre ihn schon. Ich höre ihn oder sie schon. Hallo, hallo, guten Tag. Er ist bewaffnet. Guten Tag. Hört er mich überhaupt? Guten Tag. Hallo. Alles gut, du bist freundlich, ja? Bist du auch freundlich? Kannst du mich hören? Hast du ein Headset? Hast du ein Mikrofon? Oder wie sieht das aus hier? Natürlich blöd, gerade die Waffe in die Hand zu nehmen, ja? Not German? Not German boy? Oh. Not from Germany, okay? You are new Rust gamer? New in this game? Sorry, English is not so good. Okay, ist neu. Okay. Bye bye. Have fun. Have a nice day. Mein Englisch ist für den Arsch, Leute. So, ich wollte diese Richtung, ja. War das jetzt ein Kerl oder ein Mädel? Anscheinend kein Mikrofon, aber auf jeden Fall ein Rastanfänger. So, was ist Austin? I'm talking with one guy. Hat sich unterhalten mit mir. Du fragst auch noch fragen können, wo er herkommt. Oder sie, keine Ahnung. Naja, mein Englisch ist echt für den Arsch, aber es wurde einigermaßen verstanden, ja? Lol. So. Aber mein Englisch ist. Lassen wir mal so stehen. Auf jeden Fall lustig. Deswegen spiele ich Rust. Es sind nicht immer hier Hardcore-Mörder unterwegs, die sofort schießen. Hat ja auch einen Bogen gehabt, ne?
Lass mich mal weiterbauen, das Hexenhaus. Ich gehe dann irgendwann hin und knack die Bude auf, wenn da genug Loot drin ist, ja? Schauen wir mal. Wäre mein Englisch nicht so schlecht, hätte ich mich auch schön unterhalten können, aber eher auf, ich sag mal, Rustler. Ob da jetzt ein Männlein oder Weiblein da steckt, das weiß man ja nicht. Hat auf jeden Fall kein Mikrofon. Rust brauchst du Mikrofon, ja, unbedingt. Da brauchst du Mikrofon, Headset. So, ich will ein bisschen hier das Ufer lang laufen. Mal gucken, hier am Ufer irgendwo noch eine Base steht. In diese Richtung einfach mal hinlaufen. Ich weiß, dass in diese Richtung hinten rechts irgendwo eine dicke, fette Basis steht. Wir schauen einfach mal ein bisschen, ja. Nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Auf jeden Fall scheint der Rostler neu zu sein. Lassen ihn, wie er sieht, Dingsen da mal rum. Dünsen, 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 rumtesten. Oh, ich will ja auch nicht jeden vertreiben. Muss ja auch nicht sein, ja? Muss ja nicht alle neuen. Das sind doch zum Teil auch neue Leute hier, ist ja klar. Nicht gleich direkt vertreiben und das Spiel. Dass sie denken, das Spiel ist schlecht. Nee, das werde ich nicht mehr spielen. Da laufen bloß Idioten rum, die einen umbringen. Das muss ja nicht sein. So. Oh, hier ist keine Basis, ne? Ist keine Basis dann direkt voraus, oder ist das das Klärwerk? Das ist Klärwerk. In der Nähe vom Klärwerk weiß ich noch, dass da einige Basen sind. Oder waren. Mal könnte ich ja noch mal looten. Riskieren zu sterben. Aber ich will ja hauptsächlich jetzt mal gucken, dass ich eine Basis finde, dass wir mal raiden gehen können. Ich habe 20. 20 Sprengladungen. Die müssen unbedingt weg. Die müssen mal weg. Bevor ich noch geradet werde. Die Fässer lasse ich jetzt mal. Hier guck ich aber rein, wegen Brennstoff. Oh, die Kiste, den können wir auch mitnehmen, wenn die schon in der Nähe ist. Hier, oh, komm, hier, zack. Endlich mal wieder Rustler-Kontakt gehabt hier, ne? Rustler-Kontakt. So, da hinten ist die Kuppel, in die Richtung ist die Kuppel. Hier im Berg war doch mal eine Base drin. Kann ich mich noch erinnern? Irgendwo ist sie auch schon zerfallen. Und warum habe ich so wenig Lebenspunkte? Kann mir das mal einer sagen? So, ich habe die schönen Stiefel an übrigens, ja? Die schönen Kröten, ne? Froschstiefel hier. Hier muss doch irgendwo eine Basis sein, die man raiden könnte, die auch nicht allzu groß ist. So, maximal 5 Türen kriege ich ja auf. Natürlich kann ich noch weiter farmen, bis der Arzt kommt. Ist da echt gerade der Wolf gespawnt? Hier muss doch irgendwo noch eine Basis sein. Also eine große. Ist die große Base schon weg? Hier war doch auch eine große Base. Ich glaube in die Richtung da. Kleine Base wäre nicht schlecht. Hier in dieser Ecke ist anscheinend wohl nichts mehr los, oder wie?
Oh lol. Ah, da hinten, ich sehe schon die Base. Gerade vorhin durch, ist sie schon kaputt, ne? Da hinten ist noch eine Base. Glaube ich gerade vor. Hier im Umkreis ist gar nichts. No risk, no fun. Die Fässer. Ich brauche grüne Kisten jetzt. Scheiß auf die Fässer hier. Ich habe zu Hause ungefähr 1000 Schrott. So, das war wieder ein schöner Leck. Ja, ihr seht ja schon die Basis da hinten, ja. Mit Mauern hast du nicht gesehen, ja. Meinte ich doch wie eine Riesenbase. Ich bin jetzt hier ein Kanalisationszweig. Davon links Richtung V10. Da, ja, Riesenbasis. Die normalen Kisten, keine grünen Kisten. Unten könnte vielleicht eine Kiste sein. Das Teil hat ja auch. Es ist auch nur Deko, ne? Deko, Deko, Deko. Weil hinten gehe ich jetzt aber nicht hin. Nö. Na, hier in der Nähe reden. Der übliche Mist, ne? So, bin mal gespannt, ob hier Radio an ist. Nicht wirklich. Das hast du auch alles beim Warenhaus. Ist hier irgendwie eine Basis? Nö. Nur hinten die große Base und das war's, ja. Soll ich noch ein bisschen Schrott mitnehmen und dann würde ich ein bisschen random erforschen oder was? Oh, ich muss echt zum Airfeeder. Wohl letztens haben sie auch geschrieben, beim Airfeeder sind auch nicht mehr so Kisten, ja. Also, das höchste waren irgendwie zwei Kisten, die da gedroppt waren. Da schon drin, ja, ne? Ja, doch. Und da diese Richtung da hinten. Militärtunnel, okay. Das hinten ist noch eine Base.
Ich müsste so weit laufen von zu Hause, um irgendwie raiden zu gehen. Und dann halt wieder großen Basis raiden. In der Nähe von der großen Base. Da hinten natürlich gar nicht hinlaufen, ey. Der muss ich nochmal hinten auf der rechten Seite gucken. Also beim Hafen, da waren ja so einige Basen. Ich werde die Straße noch abklappern hier und dann gucke ich nochmal beim Klärwerk. Vielleicht habe ich ja beim Klärwerk noch Glück. Oder auch nicht. Dann machen wir random Blaupausen. Weil fuff, fuff. Was war das? Wie viel braucht man? Weiß ich gar nicht für den dritten. Was haben wir hier, wenn du denkst? Nice. Moment mal, das Ding ist doch besser hier. Zack. So, das andere brauche ich alles gar nicht. Das brauche ich. Waffenteil. Ich habe so viel von den Scheiß. So. Schwein, hau ab. Dann gehen wir in die Richtung zurück. Klärwerk Richtung Klärwerk. Gucken da nochmal. Und dann gehe ich wieder zurück. Hier meine ich, war eine Basis, ist auch schon weg. Ich gucke erstmal in die Kisten. Ich glaube, da sind Kisten oben drauf. Scheiß auf die Fässer jetzt. Ich glaube, da ist eine grüne Kiste oben drauf. In einem Haus rechts oben. Also eine normale Kiste? Ja, hier links ist auch eine. Die normale interessiert mich jetzt aber nicht. Einer looten. Wer ist denn da looten? Der Nackte. Ich glaube, der neue Nachbar. Lass den mal, gerade. Wenn mich in Ruhe lässt, lass ihn auch in Ruhe. Kiste. Die Kiste interessiert mich. Toll. So,
So Hexen, hey, Hexenhäuser, boah. Aber keine Waffe drin, in die grünen Kisten. Was soll ich denn mit dem Schrott? Ich brauche was anderes, Leute. Ich brauche was anderes. So, da hinten läuft er lang, okay. Ja, das Loot ist echt nicht so. Ich kann auch mal in den Untergrund gehen, sonst zur Not, aber. Ist hier irgendwo eine Base zum Raiden? Nö. Nix mehr los hier. Oh. Hinten war noch eine Kiste, ja. Die grünen Kisten, die sind doch nichts mehr wert. Mann, 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 Mann. Wird vielleicht dunkel, ja? Auch übrigens. Übrigens auch, wird es vielleicht dunkel. Auch, auch. So. Toll. Eine Feder, du willst mich doch verarschen. Ich habe doch ein bisschen Licht. Aber ich habe ein bisschen. Geht da noch mehr rein? Ich weiß nicht, wie viel das reicht. Aber da unten, da unten, da unten. Wir schauen mal. Keine Kiste, ey. Ich will eine Waffe haben, meine Güte. Ein AK-Teil, Waffenteil. Eine komplett fertige Waffe. Was soll ich mir denn für den C4-Gedöns scheißen Mist graben? Komme ich doch eh nicht zu. Mann, 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 Mann. Also hier sieht das schlecht aus mit Basen. Wo mal eine war. Genau gerade oben. Da oben drauf, gerade vor, hinten, oben drauf, auf dem Berg. Hier wollen wir eine Base. Auf den Turm könnte ich noch mal hoch, aber ich hab. Ja. Wenn da keine Kiste ist und dann bin ich tot. Radioaktivität habe ich nur eins und denk, wir machen hier die Fässer noch und dann ist gut, hauen wir ab. Scheiß drauf. Zu
Auch noch Fässer, aber wurscht. Ich hau denn mal ab. Ich werde diese Folge, soll ich die jetzt beenden oder wir machen, laufe ich nach Hause? Ich laufe nach Hause, ne? Da kann ja jederzeit was passieren. Dann wird die Folge ein bisschen länger. War jetzt auch nicht so spannend, bis auf den Rustler. Den haben wir zweimal getroffen, den netten da. Leider ist da vom Klärwerk in der Nähe keine kleine Base, nur eine große Base. Die große Basis, da in der Nähe, ja. Okay, ich habe ja eh keine kleine Base gefunden. Ich hätte natürlich noch weiter laufen können, aber wenn man da rumläuft als Einzelner oder selbst zu zweit und du siehst eine riesen Basis da, dann da baut sich doch keiner hin. So, wo geht's denn nach Hause hier? Immer geradeaus. Zwei grüne Kisten gefunden und kein Waffenteil drin. Das ist so zum. Kotzen. Dann muss ich nochmal dahin laufen, wo wir hier Mr. Big getroffen haben. Mr. Schmidt und ich, Mr. Schmidt und Schnüffler. Also Mr. Schmidt Schnüffler. Ja. Oben am Hafen, da sind einige kleinere Basen. Hier ist ja nichts los. Also die linke Seite ist überhaupt nichts los. Ist das ein Stein? Ja. Oder halt die Base, wo wir waren, wo das Geschütz ist, ne? Der halbautomatische Geschützgedönsel da. Nicht halt aber mit der Shotgun da. Wo der Schmidt ein paar Mal gestorben ist. Naja. Gleich dunkel. So langsam wird es dunkel. Habe ich noch Platz mit den Loot hier noch ein bisschen mit da? Also ein bisschen. Wie heißt denn das denn überhaupt nochmal hier? Elektroschrott, genau. War das eigentlich 2 oder 3 für C4? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Brennt die Lampe überhaupt noch die ganze Zeit? Oh Mist, was ist denn die Lampe überhaupt? Die ganze Zeit. Ganze Zeit das Licht noch an, ey. Das Licht. Das Lämpchen. Oh man. Oh man. Jo, dann geh ich mal in eine Fake Base oder ihn eventuell. Hat auch was. Ich werde einfach nochmal in die Mitte reinlaufen dann, ne? In die Mitte der Map. Dann ist gut. Wir schauen mal. Beim nächsten Mal. So, ich bin eigentlich in der Butze. In meiner Basis. Ja, der Loot. Ja, komm, eine Kamera. Bisschen Schrott. Ich hätte natürlich noch mehr Schrott haben können. Hätte ich jetzt jedes einzelne Fass mitgenommen. Elektronikschrott. Naja. So, aber ich glaube, ja, die Aufnahme. Wie mache ich das? Rechts. Wir laufen den rechts und demnächst nochmal lang. Aber ich glaube, das mache ich dann offline. Sonst wäre das für euch hier zu langweilig. Ne? Wir wollen ein bisschen Action haben hier. Ne? Nicht die ganze Zeit hier gucken, wie Askamon hier.
durch die Gegend flitzt und so und nichts passiert. Ja, sobald ich eine Basis entdeckt habe zum Raiden, nimm mich dann auf. Also als Vorbereitung, wir müssen mal schauen. Ich muss unbedingt meine 20 Sprengladungen loswerden, ja. Was? Mein Haus. Ah, bestimmt kein Material im Bauschrank gepackt. Ist das Haus weg oder was? Denke ich mal. Naja, so soll es gewesen sein. Danke wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rust. Bis dann. Tschüss.